Ja, herzlich willkommen zu der Kirmesrückblick Teil 2. Wir starten mit dem Flying Circus. Der war im Besitz von Peter Barth und Söhne aus Bonn. Ja, der Hersteller ist die Firma Wagner und die Typbezeichnung Zero Magic Arms. Und das war ein Unikat und die Spielzeit war von 1997 bis 2008 und das Baujahr war 1997. Das Geschäft feierte 1997 auf den Frühjahrsbänden Aachen seine Premiere und wurde dann 2009 nach Budapest, Ungarn verkauft. Ja, kennt ihr vielleicht noch den fliegenden Teppich? Besitzer war übrigens 1981 bis 1991 die Firma Hoppe aus Hamburg und der zweite Besitzer war 1992 bis 2015 die Schaustellerfamilie Hartmann aus Hagen. Der Hersteller war Zierer und Spielzeit war von 1981 bis 2015 und das Baujahr war 1981. Ja, das Geschäft hat eine Kapazität von 40 Personen. Soviel ich weiß, wurde das Geschäft im September 2015 nach Großbritannien verkauft. Junge Mann, hinten mit der Brille, blauen Pullover, bitte den Finger aus der Nase, ja? Ja, und nun kommen wir zu American Swing. Der Besitzer war bis 2004 die Firma Hoffmann und 2005 bis 2016 die Firma Schäfer aus Schwerte. Übrigens, der Hersteller ist die Firma Bertasson und ich glaube, der Typ heißt Swing Buggy und also ist eine Schlittenfahrt und die Spielzeit war bis 2016. Und hatte eine Kapazität von 40 Personen in 20 Gondeln. Und so viel ich weiß, wurde das Geschäft in die USA verkauft und irgendwie nach South Carolina. Ja, und nun kommen wir zum Höllentaxi. Besitzer waren ab 1967 die Firma Rinaldi, Strothmann und Staudenrausch. Und soviel ich weiß, war das Geschäft in diversen Parks in Frankreich und so weiter. Und dann von 2006 bis Anfang 2012 war das unter der Firma Senk unterwegs aus Herne. Und der Hersteller also war Schwarzkopf, ist praktisch eine überdachte Bayernkurve mit geändertem Zug. Der Umbau dann 2006, 2007 oder so, wie ich weiß. Das Geschäft wurde Anfang 2012 nach Belgien verkauft und 2014 dann in die Niederlande und ich glaube im Jahr 2015 nach Texas, USA verkauft.
Ja, und jetzt kommen wir zu Super Movie Star, Baujahr 1958, also ein richtig altes Geschäft. Und damit war Gustav Emde aus München von 1958 bis 77 unterwegs. Und dann bis 1998 die Schaustellerfamilie Schäffer aus Ahaus. Und von 1999 bis 2018 die Schaustellerfamilie Lüttecke aus Greven. Hersteller war Klaus aus Deutschland. Und Typ Roundup. Und das Ding hatte eine Kapazität von 30 Personen. Ja, und das Karussell wurde im Frühherbst 2018 an Unbekannt verkauft. So, jetzt habe ich hier noch ein Geschäft von Schausteller aus Österreich, und zwar Extreme. Der Besitzer war die Schaustellerfamilie Rieger und der Hersteller Mondial und Typenbezeichnung Topscan. Und die Spielzeit war von 1997 bis 2015. Das Geschäft hatte eine Kapazität von 30 Personen in 6 Gondeln. Und soviel ich weiß, wurde das Karussell Ende 2015 nach Großbritannien verkauft. Könnt ihr euch noch an den Traumgenerator erinnern? Ehemaliger Name war Adventure Shuttle, und zwar vom Typ Simulator. Und die Spielzeit war von 1999 bis 2015. Der erste Besitzer war damals die Schaustellerfamilie Barth und später dann Hessler und Lemoine. Ja, und weiter geht's mit das Pfannschiff. Das wurde aus dem Park importiert, und zwar aus den USA. Und dort war das bis 2004 im Betrieb, und dann hat das die Schaustellerfamilie Schneider übernommen und dann später Holger Kramer aus Mainz-Kastel. Das Ding hatte jedenfalls eine Kapazität von 54 Personen. Ja, der Hersteller Huss, und die Typenbezeichnung war Pirat. Ja, dann wurde das Geschäft später nach England verkauft und dann, glaube ich, in Hongkong betrieben. Moment, da gab es dann noch was, und zwar den Mega King Tower. Das war ein Funtime-Freifallturm. Die Höhe war übrigens 70 Meter und wurde nur in der Saison 2014 betrieben. Und das Baujahr war auch 2014 und hatte eine Kapazität von 24 Personen. Und Premiere war auf der Palmkirmes in Recklinghausen. Und nach der Saison wurde das Geschäft dann nach Mexiko verkauft.
Ja, ein gutes Beispiel dafür, wie gut die Stabilisierung heute ist. Wenn man sich mal das anguckt hier, dieses Video, also eine Katastrophe. Cobra, ja, das ist eine Pinfari Looping Achterbahn mit 260 Meter Schienenlänge. Und die war ja bis 2016 auf der Reise und steht jetzt im Freizeitland Geiselwind seit 2018. So, bevor das Video fast zu Ende ist, habt ihr hier nochmal die Möglichkeit bei Wildwasser mitzufahren, und zwar vom Hersteller Mack, und zwar Typ Wildwasserbahn. Und der erste Besitzer war übrigens die Schaustellerfamilie Kinzler 1983, und von 1984 bis 2019 war die Schaustellerfamilie Meier-Steiger aus Bad Oeynhausen damit unterwegs. Ja, die Wildwasserbahn hatte eine Kapazität von 24 Booten. Ja, und die Bahn wurde dann nach dem Schützenfest in Hannover 2019 an die Mellors Group Großbritannien verkauft. Thank you.
Ja, liebe Kirmes zum Freizeitpark-Freunde, mit dem Super-Chaos verabschiede ich mich hier und wünsche euch eine tolle Saison 2020. Super-Chaos war im Besitz von der Schaustellerfamilie Meier aus der Schweiz und der Hersteller war KMG und der Typ Sico. Meines Erachtens ein sehr cooles Geschäft, also die Fahrweise war wirklich einzigartig. Die Spielzeit war übrigens nur 2015. Das Geschäft wurde nach der Saison 2015 nach Hongkong verkauft. Ja, und nun sage ich Tschüss, bis zum nächsten Videoclip.